Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Schwierigkeit. Ach ja, wegen dem, was sich gerade noch ausgegangen ist. Das war schon recht knapp. Ach ja, man sollte jetzt den Mauszeiger auch sehen, eigentlich. Ich meine, das sehe ich dann. Auf das werde ich dann nochmal achten. Weiß. Da will uns jemand mitnehmen. Uff. Einmal um die Welt. Jo. Wo war ich? Genau. Mauszeiger sollte man jetzt eigentlich sehen, weil neues Aufnahmeprogramm. Neu. Ich nehme einfach jetzt das, was ich schon früher verwendet habe für Zelda und so. Und was ich jetzt auch für Far Cry 5 verwende, weil mit den alten ging das ja leider nicht. Psychische Beruhigung. Sehr schön. Dafür ist eine Ratte durchgedreht. Und habe ich schon mal erwähnt, dass Nahkampfwaffen praktisch wären. Ist die Ratte denn? Da ist sie. Erwischt. Auf geht's. Übernimmst du das gleich? Wäre sehr gut. Schön frisch. Möbel. Ein kleines Tischchen. Und wir brauchen dringend Holz. Deshalb machen wir es das einfach selbst. So, welcher wächst dann schnell? Was haben wir da für eine Fruchtbarkeit von mindestens 70%? Der Drachenbaum. Lebensdauer, Wachstumsdauer 15 Tage. 13 Tage. 35 Tage, okay. 25. Wehrunterbieter 13. Das ist Löwenzahn, du bist kein Baum. Wehrunterbieter 13 Tage. 15,05. Zwölf Tage beim Bambus. Fünf Tage. Bist du ein Baum? Das ist, glaube ich, kein Baum. Es steht leider nicht wirklich da. Nö, das ist kein Baum. Gut, dann wird's da Bambus. Also hier musst du jetzt nicht unbedingt sauber machen. Das lohnt sich nicht so. Der ist ja schon fertig mit dem Abbauen hier. Gut, dann machen wir in diese Richtung weiter. Schon besser. Ach, da kommt er endlich. Da kannst du aber dann hier den Boden kletten. Holz, 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 Holz. So, mal die Kack.
Kaktusse, Kakteen ernten. Gut, das reicht ja erstmal. Kannst dein Teen aufwachen? Okay, er ist das lieber so. Das mir soll es ja recht sein. Also, geht schon besser, ha? Huh? Ist ja schon flotter unterwegs. Ist der nicht kalt da drinnen? Es ist doch kalt da drinnen. Ja, passt. Ist eh schön kalt. So, das werden wir später ausbauen. Das halten wir sich halt hier gleich mal. Wie auch das hier. Da sollte noch so einiges hinkommen. Wir brauchen ja schließlich später mal für unsere große Kolonie viel Nahrung. Warum wirst du langsamer? Er ist langsamer geworden als vorher. Alles schiefer. Vielleicht liegt das am mangelnden Licht. Das wäre auch eine interessante Mechanik. Bei weniger Licht bauen sie langsamer. Oder arbeiten langsamer. Sehr schön, schönes Holz zusammensammeln, gell? Und wenn es geht, alles. Gut. Schwierig. Was? Warum denn? Hä? Ach, wir haben keinen Aufseher. Shit. Sorry. Shit. Da brauchen wir das viel zu essen. Hoppla. Entschuldigung, mein Fehler. Ich dachte, es wäre. Pflege ist ja nicht für Gefangene, sondern nur für unsere eigenen. Ach je. Ja, ist schon fast der erste abgekratzt. So. Okay. Man kann ja hier auch irgendwie planen. Dann sagen wir mal, die Räume werden 5x5. Standardräume zumindest. So. Dann kommt der Gang. Oder Wand, dann Gang, dann kommt wieder Raum. Bis daher. Also dieses ganze Gebiet muss abgebaut werden. Da hast du ziemlich was zu tun, Kumpel. Ziemlich. Was ist das daneben? Genau. Es gewittert. Also hier nicht nur hier, Gott sei Dank. Da geht's dahin. Ruppizucki. So, was aber auch ganz gut wäre, wenn du hier mal abbauen würdest. Das wäre wichtiger. Das ist kein Holz, so viel. Haben die echt so wenig Holz gebracht, diese Kapitän? Gibt's ja gar nicht. Man. Naja, wenn es so ist, ist es so. Ja, macht man es so einfach, so wurscht. Damit die endlich mal ihre eigenen Zimmer bekommen. Und
Also muss ja das Ding. Achso, das ist nicht auf. Nicht eingestellt war richtig. So. Ob es da noch was zum Essen gibt. Der Bambus wächst Gott sei Dank flott vor sich hin. Ja, das brauchen wir eh. Was ist denn los? Abscheuliche Baracke, fühlt sich entsetzt. Aber warum ist du die Nahrung auch rohe? Sorry, dann kann ich da nicht helfen. Was du hast, was du hier brauchst. Also stell dich nicht so an. Was machst du? Achso, du bist. Musst erst mit denen quatschen wieder. Und den Ding kannst du gleich ablegen. Natürlich gleich wieder anziehen. Ne? Bisschen Licht, dass er wenigstens ein bisschen flotter arbeiten kann. Ja, geht schon schneller. Ach ja, hey, Hitzewelle. 27 Grad, 30 draußen und steigend. Nicht gut. 34, 28, 25, 14. Brave minus 5, schön halten, ja. Was ist denn los mit dir, Mann? Heiß. Warum essen die jetzt auf einmal alle roh? Kann mir das mal wer verraten? Giant Beetle. Wollt ihr was irgendwas machen? Na, da braucht man 100 davon, leider. Shit. Ist die Nährstoffpaste auf einmal roh? Seit wann ist das? War doch nie so. Das hat halt keinen Bonus gegeben, aber es war auch nicht negativ. Dann Erntezeit mal. Die hier. Ernte halt die Erdbeeren ab. Oder Beeren. Das Aufsehen muss jetzt auch mal wer anderer machen, das geht so nicht. Achso, ja, los. Schön abbauen. Brauchen wieder eine Abfallzone. Ja, ist schon wieder dunkel, okay, das hängt wirklich an dem Licht. Nur einer von ihnen kann forschen und das nur sehr schlecht.
Bumratten und Bummelups sind aber keine hier. Hier gibt es nur Käfer und Leguan. Und Ratten. Oh, und ein Strauß. Straußenstick. 41 Grad, wie schauen wir hier aus? Passt. Möglichkeit Friedensgespräche. Hierhin. Wie lang? 1,8 Tage. 3,3 Tage. Vielleicht sollten wir das machen. Ah, ich hab nur drei Leute hier, kann nichts machen. Da kann ich leider nichts machen, ich brauche die Leute hier. Auch wenn Friedensgespräche natürlich durchaus wünschenswert wären. Wer redet am besten? Fünf, drei, vier, du. Kann man nur kaufen und das ziemlich überteuert. Also nein. Hitzewelle ist vorbei, Gott sei Dank. Wir haben es gut überstanden. Ach ja. Wand. 1, 2, 3, 4, 5. Mauer. 5. Und so. Diese Holztüren. Leider Mahagoni kann ich euch nicht anbieten. 20% erst gewachsen. Na gut, das sind ja immer noch trotzdem 13 Tage. Die sind schon lang. So, wir planen ob jetzt nur den Umriss. Können wir den Rest da wieder entfernen. Beziehungsweise kann es ja gleich abbauen. Das ist eh wurscht. So, ich bin nächstens gleich mal beschäftigt. Und der andere kann hier dabei den Boden machen. So. Sandstein! Sehr schön, da geht das Abbauen noch ein bisschen flotter. Erstmal da die Bauteile abbauen. Okay, wir haben hier 51 Bauteile, Gott sei Dank. Die sind schon wichtig. Wir brauchen mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Und da geht noch nichts. Hey. Sehr schön, ein Drachenbaum. Den kannst du mal fällen, vielleicht kriegen wir von dir ein bisschen Holz schon. 19. Naja, es reicht zumindest für einen weiteren Sessel einmal. Immerhin etwas. Ah, sehr schön. Jetzt geht uns langsam Stahl aus. Shit. Komm, das ist jetzt erstmal wichtiger. So, jetzt bekommt es mal zwei von euch schon mal ein eigenes Bett. Naja, Bett noch nicht. Eine Schlafstelle. Erstmal.
Immerhin, immerhin. Langsam geht's dahin. Ist dann bald nichts mehr mit hässlicher Baracke, ja? Abscheuliches Schlafzimmer. Ja, geh halt was essen. Jetzt kannst du wenigstens mal in Ruhe schlafen. Hast doch immer zu wenig Holz. Warum? Es ist 19 Holz und 60. Oh Mann. Dann fällt die Kakteen da oben halt auch noch. Es dauert noch ein bisschen, bis der Bambus da fertig gewachsen ist. Vor allem der wächst noch langsamer. 26%, 29%. Was ist mit dem ersten hier? 28, 32. Ja, schön Stahl abbauen, bitte, ja. Ein verbrannter Baum. Oh, kein Holz. Warum gehst du dahin? Kannst du mir das erklären? Die haben manchmal so eine blöde Wegfindung. Verstehe es, wenn den Weg das erste Mal geht, aber irgendwann sollte es dann schon wissen. Vielleicht noch immer nicht. Geht's immer noch um drei Holz nicht aus. Oh, den hier. Der ist bereit zum Ernten. Ungemütlich, abscheuliche Umgebung. Ja. Macht's halt sauber. Und wann gibt's endlich dann einen weiteren Sessel? Normal, schäbig, ey. Normal. Gut, dann passt's ja. Der Luxus kommt schon noch, keine Sorge. Dauert halt ein bisschen. Geht nicht so von jetzt auf gleich. Prozent. Na gut, aber damit ist der Part auch zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.